herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Lange, lange mussten wir auf diesen Tag warten, doch heute ist es endlich soweit. Mit Vampire's Dawn 3, The Crimson Realm oder auf Deutsch die Karmesinrote Ebene haben wir nun endlich die Gelegenheit, nach über 15 Jahren die Fortsetzung der Geschichte rund um Valna, Aska und Elaine, unsere drei Lieblingsvampire, zu erleben. Ja, der Hype ist real, auch ich habe total Bock drauf, mal wieder in die Welt von Vampire's Dawn einzusteigen. Ich habe den ersten und den zweiten Teil ja auf diesem Kanal Let's Played. Das ist natürlich Ehrensache, dass ich auch den dritten Teil hier vollumfänglich auf diesem Kanal mit euch gemeinsam erleben möchte. Daher freut es mich richtig, dass ihr eingeschaltet habt und mich auf dieser Reise begleitet. Und ja, das letzte Lebenszeichen der Vampire's Dawn-Reihe kam im Jahre 2007 mit dem Handyspiel The Seed of Heretics. Seitdem warten wir gespannt auf irgendein Lebenszeichen der Reihe und nun haben wir endlich die Vollversion des dritten Teils der Hauptserie in unseren Händen und ich kann kaum erwarten, das Ganze zu starten. Ich nehme einfach mal an, dass der dritte Teil auf dem ersten und dem zweiten aufbaut. Deswegen habe ich Story-Zusammenfassungen für die beiden Vorgänger angefertigt. Wenn ihr nicht mehr ganz so genau wisst, wie die Geschichte um die Vampire letzten Endes vonstatten ging, kann ich euch nur wärmstens empfehlen, diese Videos vorab zu gucken. Beide Videos dauern so ungefähr insgesamt 2 Stunden, aber dann bin ich zuversichtlich, dass ihr auf dem aktuellen Stand seid und wir sozusagen ohne Unterbrechungen hier direkt reinspringen können. Wenn ihr mit der Story firm seid, ich bin es auch, deswegen freue ich mich sehr. Wir gucken einfach mal in die Option, was wir haben. Immer rennen, Kampfbefehle merken, scheinen bestimmte Effekte zu sein, Kamerabewegung im Kampf, Lichteffekte, Vollbild, Fenstermodus wechseln. Ich lasse die Settings einfach mal so, wie sie sind und dann würde ich sagen, springen wir einfach mal in das Spiel rein. Wenn ein Mensch stirbt, spendet der Himmel seiner Seele ewigen Frieden. Die Blutschrift ist wieder da. Yes. Wenn ein Vampir stirbt, erleidet sein Blutgeist ewige Qualen. In der Ebene des Blutes. Das Herzklopfen macht mich schon sehr gespannt. Okay, das ist eine Szene aus dem Ende von Vampire's Dawn 2. Da stehen sie an der Steintafel. Was haben wir nur getan? Uns blieb keine andere Wahl. Valna ist tot. Es war unvermeidbar. Wir mussten sie aufhalten. Genau, das ist diese Szene aus dem leicht böse Ende, das kanonische Ende, wo sie sozusagen Valna geköpft haben, der von Morlon besessen war, als einzige Möglichkeit. Valna, Jaina, Raron, alle waren sie beseelt von verdammten Schattengeistern. Woher weiß Aska von Raron? Das ist eine gute Frage. Reiß dich zusammen, wir können es nicht mehr ändern. Konzentrieren wir uns auf unsere nächsten Schritte. Sieh dir diese Steintafel an. Was interessiert mich diese verdammte Steintafel? Ich muss mich um Valna kümmern. Sieh hin, auf dieser Steintafel steht der mächtigste Zauberspruch, der je erschaffen wurde. Elaine ist da nicht ganz so parat. Die kümmert sich eher um ihren geköpften Freund. Damit kann ich endlich die Welt nach meinen Wünschen formen. Nein! Nein! Diese Steintafel macht uns zu den mächtigsten Wesen, die je existiert haben. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Diese Steintafel könnte genauso gut alles Leben auf dieser Welt auslöschen. Die Elras haben sie hier tief unter der Erde versteckt. Wenn sie die Welt auslöschen wollten, hätten sie es schon längst getan. Nein, ich denke, dieser Zauber macht uns unendlich mächtig. Wir konnten sie rechtzeitig vor Nutzung des Zaubers stoppen. Außerdem ist es völlig egal, was der Zauber bewirkt. Ich werde jetzt Valna aus der Ebene des Blutes befreien. Lass seinen Blutgeist ruhig ein wenig leiden. Wenn wir die Steintafel jetzt nutzen, werden wir so mächtig sein, dass du ihn mit einem Fingerschnipsen wiederbeleben kannst. Woher willst du das wissen? Die Elras haben diese Steintafel erschaffen. Sie sind durch und durch getrieben von dem Verlangen, alles zu vernichten. Lass dich nicht von deiner Trauer blenden. Dies ist unsere Gelegenheit, der Welt Frieden zu bringen. Frieden? Indem du jeden vernichtest, der nicht deinem Willen folgt? Unsinn, nicht jeden. Wir haben keine Ahnung, was dieser Zauber bewirkt. Wir brauchen das Zauberbuch der Elras und müssen dort drin nach Antworten suchen. Außerdem kann ich damit Valna wiederbeleben, bevor wir den Zauber sprechen. Ist das dein Ernst? Das verdammte Zauberbuch? Die unglaubliche Macht der Elras steht direkt vor unseren Füßen, auf dieser Steintafel. Ja, das ist mein voller Ernst, Aska.
Verdammt, Elaine! Mit dem Zauber hättest du die Macht, alles zu tun, was du willst. Oder der Zauber ist das Ende der Welt. Ich werde diesen Zauber jetzt nutzen. Das wagst du nicht. Ich warne dich kein zweites Mal. Die gleiche dicke Luft, die wir auch aus dem Auto von Vampire Stone 2 kennen. Na schön, dann besorge doch das verdammte Buch und belebe Walner wieder. Danach nutzen wir gemeinsam den Zauber. Und was machst du? Ich lasse die Steintafel in mein Schloss transportieren. Dort bewahre ich sie sicher bis zu deiner Rückkehr auf. Von wegen, Asghar. Ich lasse dich nicht mit der Steintafel allein. Ja, Asghar ist jetzt auch nicht unbedingt der vertrauenswürdigste Charakter gewesen, deswegen smarter Move, Elaine. Na, dann wird es wohl nichts mit Walners Wiederbelebung. Und wie lautet deine Entscheidung? Ich teile die Steintafel auf. Eine Hälfte verwahrst du, die andere ich. Und dann hilfst du mir, mit dem Buch Walner wieder zu beleben. Erst dann nutzen wir gemeinsam die Steintafel. Das ist jetzt ein bisschen unterschiedlich als im zweiten, also im Ende des zweiten Teils. Da war es so, dass Elaine einfach ihre Krallen so an Asghar vorbei in die Steintafel reingeschmissen hat. Hatte wenig Zeit darauf noch irgendwie zu reagieren. Ja, ich finde die neuen Charakterporträts... Ui! Wacht auf! Wacht auf, ihr elenden Maden! Okay, was ist jetzt los? Ui! Okay. Das ist eine andere Szenerie. Wir sehen hier, glaube ich, Walner und... Ja, ist es Elaine? Wie sie Kopf überbaumeln. Wacht auf, ihr elenden Maden! Wie konntet ihr es wagen, mich so zu hintergehen? Asghar! Ihr verdammten Verräter! Niemals zuvor habe ich jemanden so sehr verabscheut wie euch. Wegen eurer Taten sind wir jetzt alle dem Untergang geweiht. Wo bin ich? Das ist eine krasse Wendung jetzt hier. An dem Ort, an dem ihr für euren Verrat bezahlen werdet. Also, okay. Walner scheint jetzt plötzlich wieder zu leben. Ich weiß jetzt nicht, wie das konkret zusammenhängt. Wovon redest du? Wovon ich rede? Tu nicht so unwissend, du weißt ganz genau, was du getan hast. Es gibt nichts, was eure Taten rechtfertigen könnte. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber die oberste Antwort stimmt auf jeden Fall. Du bist wahnsinnig! 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 Ich glaube, dir ist nicht klar, in welcher Lage ihr euch befindet. Deine Taten waren es doch, die uns gezwungen haben, so zu handeln. Ich weiß überhaupt nicht, was abgeht. Meine Taten? Meine Taten? Du hast alles zerstört, was ich aufgebaut habe. Alles zerstört, was ich je geliebt habe. Hör auf, von Liebe zu sprechen. Alles, was du dieser Welt gebracht hast, ist der Tod. Ich habe den Tod gebracht? Wie könnt ihr es wagen, so mit mir zu sprechen? Euer verräterisches Dasein endet hier und jetzt. Ich weiß nicht, was abgeht. Das ist ein krasser Storysprung. Ich nehme mal an, dass es jetzt so eine Narrative ist, dass man nach vorne springt und dann füllt man das, was in der Mitte ist, inzwischen irgendwie auf. Man auf jeden Fall, okay. Hahaha, nein. Du bist der Verräter. Ich bin der Verräter. Du minderwertiges Stück Dreck. Wie konnte ich mich nur so in dir täuschen? Ich habe dich erschaffen. Als meinen Schüler. An meiner Seite hätten wir alles erreichen können. Schüler, Sklave trifft es wohl eher, Asghar. Du verdammter Undankbarer, da ist es wieder, yeah, ich hab so drauf gewartet, ich hab so vermisst. Du verdammter Undankbarer Wurm. Nur echt mit 20 R. Wie ging das wieder hin? Genau, das ist typisch Walner, er versucht ja immer zu beschwichtigen. Asghar und er sind ja ein Herz und eine Seele, ist vollkommen bekannt. Du bist schuld. Schuld? Schuld voran, dass ich ein Leben unendlicher Möglichkeiten wollte. Lass uns sofort gehen, du Wahnsinniger. Ich finde das auch so ein bisschen, die hängen da jetzt kopfüber über einem Lava-Pit und brutzeln so ein bisschen schön, so langsam, so slow-cooking, so ein bisschen langsam vor sich hingegart. Nach alledem, was wir gemeinsam durchgemacht haben, Vincent Waynard, Chinnai, Dalira, Larius. Dalira und Larius kenne ich nicht, sehr interessant. Allesamt wertlose Würmer. Wegen dir, Walner, habe ich das Wichtigste verloren. Du widerst mich an. Oder dein Schloss, dein Verstand?
Also, in Character, ich bin ja jetzt ziemlich firm in Vampire Stone 2, deswegen würde ich sagen, das ist am ehesten Vampire Stone 2, Weiner. Du widerst mich an. Nichts wird mir mehr Freude bereiten, als dir unendliche Qualen zu bescheren. Ja, na schön. Nimm Elaine. Freu mich. Lass mich gehen. Kannst sie haben. Hör auf mit den Spielchen. Ein Spielchen nennst du das hier. Dann ist das hier das letzte Spiel deines untoten Lebens, Wurm. Ich finde schön, dass man eine Konsistenz hat. Dass Wurm immer noch die Beleidigung ist, die Asuka da am stabilsten nutzt. Schmore in der Hölle. Es ist am ehesten Weihnachten, glaube ich. Ich hoffe, die Ebene des Blutes wird euch vor Schmerz den Verstand rauben. Ich kann kaum fassen, wie sehr dich jede Faser meines untoten Körpers hasst. Stirb einen qualvollen Todverräter. Du dreckige Made. Alter. Ich liebe dich, Elaine. Wie rührend. Und jetzt fahr zur Hölle. Nein! Oh oh. Ja! Monster 3-Punkt-Waff. Geil. 10 von 10. Game of the Year. Ich lege mich fest, es ist Vampire's Dawn. Wir hatten die Blutschrift und wir hatten Monster 3-Punkt-Waff. In der Lava verbrannt? Was erzählst du uns da? Also ich nehme mal an, dass es sich dabei um einen weiblichen Charakter handelt. Die Ausbeulungen in der Robe versuchen mir das zu suggerieren, deswegen versuche ich es mal mit einer höheren Stimme. So ist es geschehen. Wird er uns auch so töten, Opa? Dies ist doch nicht das Ende. Das verspreche ich dir, Arin. Okay, also im ersten und im zweiten Teil hatten wir jeweils einen Opa, der einem blauhaarigen Jugendlichen eine Geschichte erzählt. Das war so dieser Story-Framing-Opa. Gonrad, der Geschichtenerzähler, und sein Sohn Simon. Jetzt haben wir Arin und einen bisher nicht benannten Opa. Ich weiß nicht, ob das die gleichen sind. Dies ist noch nicht das Ende. Das verspreche ich dir, Arin. Wie sollen wir hier nur jemals rauskommen? Sie werden uns finden. Wir müssen nur durchhalten. Ich kann nicht mehr. Oh, mein geliebter Arin, bitte gib nicht auf. Wir haben Mama und Papa getötet. Die Soldaten werden uns bald finden und dann wird alles gut. Die Soldaten, etwa der Clan der Heiligen Krieger? Trotz meiner Worte versteht ihr immer noch nicht, wer uns hier gefangen hält. Hör auf, meinem Enkel solch grausame Dinge zu erzählen. Er ist ein Monster. Der schlimmste Vampir, der je existiert hat und je existieren wird. Die Soldaten des Heiligen Kreuzzugs werden uns finden und ihn besiegen. Der Heilige Kreuzzug ist schon so gut wie vernichtet. Also ist es jetzt wieder die Welt von Vampire's Dawn 1 und jetzt quasi so Vincent Wainards Heiliger Kreuzzug oder ein neuer Heiliger Kreuzzug? Dies darf nicht unser Ende sein. Ich fürchte, das ist es, aber es gibt kein Entkommen. Seine Macht ist zu groß. Wir können nichts mehr tun, als hier auf unser Ende zu warten. Ja, ein ziemlich pessimistischer Ausblick. Bitte sag so etwas nicht vor meinem Enkel. Wir werden es schaffen. Wir müssen nur durchhalten. Bald werdet ihr verstehen, dass zu verhungern noch das gnädigste Schicksal ist, das euch erwarten kann. Er kennt nur noch Zorn und den absoluten Willen, alles zu beherrschen. Wer oder was sich ihm in den Weg stellt, wird vernichtet oder versklavt. Sein Sklave zu sein, ist unendliche Male schlimmer als zu sterben. Reden wir von Asuka? Ich glaube, wir reden von Asuka. Opa, ich habe Angst. Es muss jemanden geben, der ihn aufhalten kann. Die letzte Hoffnung ist verloren. Die einzigen, die ihn hätten aufhalten können, endeten so, wie ich es euch gerade erzählt habe. Opa, ist das wahr? Werden wir hier sterben? Die letzte Hoffnung der Menschheit. Zwei Vampire, verbrannt in einem Kerker. Das will ich nicht glauben. Spielt zwar keine Rolle mehr, aber ich werde euch auch erzählen, wie es so weit kommen konnte. Warum das unser aller Ende bedeutet. Vor vielen Jahrzehnten waren die Vampire durch den Heiligen Kreuzzug unter der Führung von Vincent Brainard nahezu ausgerottet worden. Nur zwei Vampire schafften es zu überleben. Ihre Namen waren Elaine Frynia und Valna Darnes. Sie waren sehr mächtige Vampire mit der Fähigkeit, ihre vampirische Natur vor den Menschen zu verbergen. Daher war es ihnen möglich, unerkannt unter den Menschen zu leben. Beide erkannten, dass nur ein Leben mit den Menschen der einzige Weg war, den Frieden auf der Welt zu erhalten. Sie wollten niemals wieder einen Heiligen Kreuzzug hinaufbeschwören. Und so verzichteten sie darauf, weitere Vampire zu erschaffen. So verging eine sehr lange Zeit des Friedens, bis zu jenem schicksalshaften Tag, an dem die beiden Vampire aus Liebe zueinander beschlossen, ihr glückliches Dasein durch ein Kind zu vollenden.
Da in einem untoten Körper kein Leben entstehen kann, blieb ihnen nur ein Weg, um ihren Wunsch zu erfüllen. Sie haben Jaina gebissen. In der guten Stadt Thürig. Ach, kleiner Schmetterling, du hast keine Sorgen, was? Sieh sie dir an, Balna. Diese Augen, diese wunderschönen Haare. Sie ist einfach perfekt, ich weiß es. Sie vermisst anscheinend jemanden. Meinst du, wir tun das Richtige? Immer noch nicht. Wir reißen sie aus ihrem Leben, lassen ihr keine Wahl. Ach, Balna, du hattest damals auch keine Wahl. Schau dich heute an. Könntest du dir ein besseres Leben als das eines Vampirs vorstellen? Wir können mittels unserer magischen Aura friedlich unter den Menschen leben und müssen dank unserer vampirischen Kräfte keine Diebe, Mörder und Monster fürchten. Durch deine Verwandlung verlorst du damals deine geliebte Aisha. Doch heute liebst du mich mehr als jedes andere, als alles andere. Das Leben geht immer weiter. Neue Situationen bedeuteten auch immer neue Chancen. Chancen zu neuer Größe zu gelangen und das Leben besser zu gestalten, als man es jemals für möglich gehalten hatte. Und ja, vielleicht wird sie kurzzeitig ihre alte Familie vermissen, doch schon bald wird sie uns als ihre neue Familie akzeptieren und lieben. Wir tun das Richtige, für sie und für uns. Wir werden für immer eine glückliche Familie sein, das verspreche ich dir. Nicht unbedingt ein Versprechen, was du halten kannst, lieber Lane. Und ja, dann ist es um Jaina geschehen, sie wurde zu einem Vampir verwandelt. Doch konnte Lane nicht ahnen, dass dieses Versprechen ein Trugschluss war. Ihr Wunsch, ein Mädchen namens Jaina durch die Umwandlung zu einem Vampir zu einem Teil ihrer kleinen Familie zu machen, begründete den ersten Schritt in eine Zukunft, die sie niemals wollten. Eine Zukunft, in der alles zerstört wurde, was ihrem Dasein einen Sinn gegeben hatte. Was hat das zu bedeuten, Jaina? Was macht dieses Schwein Asghar hier? Warum stehst du an seiner Seite? Nun, ich habe einen... Sorry. Nun, ich habe nun einen neuen Vater. Was hast du nur getan? Du hast diesen Dreckskerl mit Hilfe des Zauberbuchs der Eras wiederbelebt. Hätte für immer in der Ebene des Blutes leiden sollen. Interessant finde ich, sie haben es jetzt umgeändert. Oder von Ebene der Blutgeister zu Ebene des Blutes. Finde ich auch ein bisschen kompakter und schmissiger. Oh, wie herrlich ahnungslos du bist, Weiner. Doch keine Sorge, die Wahrheit wird sich dir schon bald offenbaren. Habt ihr wirklich erwartet, dass ihr mich einfach verwandeln und dann wie ein dummes Haustier behalten könnt? Ihr habt mich gegen meinen Willen zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und nun ist die Zeit gekommen, dass ich zu dem werde, was ich sein will. Nein, Jaina, was hast du nur getan? Viel spannender ist doch die Frage, was wir jetzt tun werden, meine liebe Elaine. Aber keine Sorge, ihr beide werdet kein Detail verpassen. Und dann passiert die Weltumwandlung. Jaina hatte nach ihrer Verwandlung so viele Fragen zu ihrem vampirischen Dasein, die Balna und Elaine nicht beantworten wollten. Diese Unwissenheit trieb Jaina unerbittlich an, selbst nach Antworten zu suchen. Und so geschah es, dass der uralte Vampir Asghar Serran mithilfe eines magischen Zauberbuchs aus der Ebene des Blutes befreit und wiederbelebt wurde. Und Asghar bot Jaina Antworten auf die Fragen, die Elaine und Balna nicht beantworten wollten. Doch auch Asghar konnte nicht erahnen, welche finsteren Kräfte noch in dem Zauberbuch steckten. Finstere Kräfte, die Jaina immer mächtiger werden ließen. Du verdammtes Schwein wirst jetzt sterben. Wartet, ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich dachte, ich könnte Jaina nach meinem Willen formen. Doch ich war dumm und blind. Sie ist nicht mehr die Vampirin, die ihr kanntet. Weil du sie uns geraubt und sie verdorben hast. Nein, sie ist von einem verdammten Schattengeist besessen. Und mit letzter Kraft konnte ich fliehen, um euch zu finden. Wir müssen den Schattengeist in ihr stoppen. Wir werden dir niemals helfen, du elender Mistkerl. Mir helfen? Du verkennst die Situation nicht, Elaine. Entweder wir schaffen es, Jaina aufzuhalten, oder das Leben auf dieser Welt wird aufhören zu existieren. Und so führte letztlich die gemeinsame Jagd nach der besessenen Jaina die drei Vampire an den Ort, an dem Jaina die Steintafel der Elras nutzen wollte. Schattengeister sind unfassbar mächtige Elras-Magier, die ihre körperliche Daseinsform überwinden konnten und von einem Wirtskörper zum anderen wandern. Die Steintafel wiederum ist ein Relikt der Elras-Magier, auf dem der mächtigste Zauber geschrieben steht, der jemals erschaffen wurde. Doch nachdem sowohl Jaina als auch Balna am Ende durch einen Schattengeist besessen waren, blieben Asghar und Elaine keine andere Wahl, als beide zu töten. Und wie ich euch bereits erzählt habe, verhinderte Elaine, dass Asghar danach den Zauber der Steintafel nutzte. Stattdessen teilten sie die Bruchstücke auf. Und zwar so lange, bis Elaine das von Jaina versteckte Zauberbuch der Elras gefunden und damit Balna wiederbelebt hatte. Aber das Buch blieb verschollen. Und Asghar verlor die Geduld mit Elaine.
Auch diese Szene kennen wir aus dem Outro des kanonischen Endes von Vampire's Dawn, also dem Ende, wo dieses Spiel drauf ausbaut, also Vampire's Dawn 2. So, meine Vampirdiener, jetzt ist es soweit. Dieser verdammte Elaine hat es seit Monaten nicht geschafft, das Buch zu finden. Meine Geduld ist nun am Ende. Ich werde nicht einen Moment länger darauf warten, dass dieses Miststück das Buch in ihre Hände bekommt. Ich bin dazu auserwählt, den Zauber der Steintafel zu nutzen. Elaine hat versagt. Sie ist genauso inkompetent wie der Wurm Walner, den sie noch immer so verzweifelt liebt. Doch ihre hoffnungslose Liebe wird mich nicht einen Tag länger davon abhalten, die Macht zu erlangen, die mir schon längst hätte gegeben sein müssen. Macht euch bereit. Wir werden noch heute die Bruchstücke ihren dreckigen Händen entreißen. Die Steintafel wird nach all der verschwendeten Zeit endlich mein sein. Falls sie sich mir entgegenstellt, wird sie das gleiche Schicksal wie diese Made Walner ereilen. Unendliche Qualen in der Ebene des Blutes. Und so beginnt der Krieg der Vampire. Aber Elaine kannte Asghar gut und war vorbereitet auf einen Angriff. Doch je mehr Vampire Asghar schickte, um Elaines Bruchstücke zu holen, umso stärker musste sich Elaine wehren. Dies war der Beginn des Vampirkrieges, der diese Welt an den Rand des Abgrunds brachte. Und je größer der Druck auf Elaine wurde, umso größer wurde auch ihre Verzweiflung. Verdammter Asghar! Wie viele Vampire will er noch erschaffen, um an meine Bruchstücke zu gelangen? Selbst die Zerstörung seines geliebten Schlosses Aldeans vor vielen Jahren hat ihn nicht zur Vernunft gebracht. Wie lange kann ich seinen Angriffen noch standhalten? Okay, also Elaine hat das Schloss der Aldeans zerstört, aka Asghar Schloss, das uns sehr viele Verlaufungs-Events im ersten und zweiten Teil beschert hat. Ich habe mich da relativ häufig verlaufen in dem Ding. Mit jedem neuen Vampir treten zwei Menschen dem Heiligen Kreuzzug bei, um das Ende der Menschheit zu verhindern. Sieht Asghar denn nicht, dass er diese Welt durch diesen Krieg in den Abgrund stürzen wird? Oh, Walner, ich vermisse dich so sehr. Ich wünschte so sehr, ich hätte das Buch gefunden. Dann wäre heute alles anders. Ich habe an so unfassbar vielen Orten gesucht, doch diese Welt ist einfach zu groß. Das Versteck, in dem Jaina das Buch hinterlassen hat, könnte überall sein. Selbst in irgendeiner Felsspalte oder einem toten Baum. Wir wissen ja, dass das Buch einiges aushält. Das hat ja irgendwie eine Weltumwandlung, Apokalypse und 400 Jahre unter Wasser überlebt. Wie soll ich es nur finden? Oder sogar mehrere tausend Jahre sogar. Während ich mir darüber den Kopf zerbreche, rücken Asghars Truppen näher und näher und sind ebenfalls auf der Suche nach mir und meinem Versteck. Ich muss diese Bruchstücke für Asghar schützen, mich gegen den Heiligen Kreuzzug wehren und noch das Buch der Elras finden. Walner, ich kann nicht mehr. Wäre das alles hier doch nur ein böser Albtraum, aus dem ich bald erwache? So viel dazu. Und so bekämpften sich die beiden Vampire für Jahrzehnte, während der Heilige Kreuzzug geschaffen wurde, um die Auslöschung der Menschheit durch die Vampire zu verhindern. Worin genau die Macht der Steintafel lag, wussten nur die Elras-Magier. Asghar hoffte sich mit der Macht des Relikts die Herrschaft über die Welt. Elaine wollte die Welt wieder ins Gleichgewicht bringen, doch ohne Walner konnte es für sie keinen Frieden geben. Für Walners Wiederbelebung brauchte Elaine das Zauberbuch der Elras-Magier, aber wo sollte sie so einen kleinen Gegenstand in einer so großen Welt finden? Wo nur konnte das Buch von Jaina versteckt worden sein? Eine nahezu unmögliche Aufgabe, es zu finden. Nach Jahrzehnten der verzweifelten Suche entdeckten Elaines Späher endlich einen Ort, an dem die Natur durch dunkle Magie verändert worden war. Etwas, von dem Elaine erwartete, dass das Buch irgendwann genau diesen Einfluss auf sein Versteck haben würde. Also so eine Art Seuche, die aus dem Buch siecht und die Umwelt korrumpiert. Interessant. Und so reiste sie sofort dahin, in dem Wissen, dass dies die wahrscheinlich letzte Gelegenheit sein könnte, das Buch doch noch zu finden, bevor Asghars Vampire ihre restliche Armee vollständig auslöschen würden. Aber ich verstehe die Kräftedynamik nicht so richtig. Also scheinbar scheint Elaine ja einen Vorteil zu haben. Zumindest hat sie Asghars Hauptquartier zerstören können. Und so war Elaine nach Jahrzehnten der Suche und des Krieges gegen Asghar dem Zauberbuch der Elras endlich ein Stück näher gekommen. Hier irgendwo muss das Buch versteckt sein. Meine Vampirkundschafter berichteten, dass es in diesem Wald durch Schattenmagie verzauberte Tiere gibt. Das deutet auf eine starke dunkle Magiequelle hin. Es muss einfach das Buch sein. Falls nicht, wird Asghar meine Vampirkrieger in Kürze mit seiner Armee überrennen. Dazu darf es nicht kommen. Diese verdammte Suche muss endlich ein Ende finden. Ja, aber warum ist genau Walner dann die Hoffnung? Weil Walner ist ja nur ein Vampir der dritten Generation. Es scheint jetzt nicht so, als ob Elaine dann sagen kann, ach hier, übrigens Asghar, ich habe jetzt Walner gefunden, wir können uns wieder vertragen und die Steintafel aktivieren. Oh Walner, ich brauche dich in dieser düsteren Stunde mehr als jemals zuvor. Scheint auf jeden Fall etwas zu sein, was Asghar jetzt nicht unbedingt eingehen würde, so wie wir ihn kennen. Bewege dich mit den Pfeiltasten, mit Enter interagierst du mit der Umgebung, mit Escape rufst du das Menü auf, mit Shift bewegt sich die Spielfigur schneller.
Menü unter Optionen kannst du neben der Lautstärke auch einstellen, dass die Spielfigur immer rennt. Das ist ein netter Hinweis. Gucken wir uns das Ganze an. Elaine Frynia, Level 75, nächstes Level 5900 Erfahrungspunkte. Was kann die Gute denn so? Fertigkeiten. Die Clownrache, Spezialangriff, der die Rüstung des Gegners zerstört. Nova, alle Gegner Feuerschaden, das ist cool. Flammeninferno, Nebel der Verwesung, Gift. Feuerschaden verursacht Brennen mit einer 40%igen Chance. Das verursacht Brennen mit einer 70%igen Chance. Und das ist eine Mumienbeschwörung. Beschwört eine Mumie für den Kampf, benötigt eine starke Seele. Das ist ja interessant. Angriffshaltung, Abwehrhaltung, Magiefokus und Konterhaltung. Ich nehme an, da wird es gleich ein Tutorial geben. Und sie kann Blut saugen auf Level 3. Das ist sehr interessant. Wir gucken einfach mal jetzt in die Ausrüstung. Scheint auf jeden Fall ordentlich gelevelt zu sein, die gute Kralle der Vernichtung. Vampirstiefel etc. pp. Das ist interessant. Questlog. Das ist spannend. Wir haben jetzt also eine Möglichkeit, das gab es auch in Vampire's Dawn 2, dass wir in die Quest mal reingucken. Durchsuche den Waldabschnitt nach dem Bund der Elras. Ansonsten gibt es die Zustände im Kampf. Das ist Hilfe. Spannend. Ja. Supi. Ich würde sagen, Gegenstände. Ich habe 4 Heiltränke, 6 Blutessenzen. Guck mal, was das ist. So, 25 Blutpunkte. 25% Blutpunkte. Interessant. Gut. Genug im Menü gewesen. Okay, das Erste, was ich mache, ist sofort Rennen auf Einstellen. Also immer Rennen, genau. Ja. Das ist schwierig. Ich hätte gern so ein Zwischending, ne? Also ich finde, so ist sie ziemlich rasant unterwegs. Wenn ich das aber ausmache, ist es so eine... Boah, ist schon langsam, oder? Kann natürlich Shift gedrückt halten. Ich sehe keine Vögel oder Fische. Kleine Tiere meiden meistens Orte mit dunkler Magie. Das ist ein gutes Zeichen. Naja, wenn du das sagst. Moment, was ist das? Das scheint mir etwas Böses zu sein. Eine Pflanze. Ein Schattenwesen in diesem Wald? Das sollte ich leicht vernichten können. Nutze über das Ringmenü die Befehle Angriff oder Fertigkeiten, um den Gegner zu vernichten. Wir fangen einfach mal ganz konservativ mit einem Angriff auf das Schattenwesen ein. Zack. Und eine starke Seele erhalten und ordentliche Erfahrung. Wenn die Kämpfe auf dem Schwierigkeitsgrad bleiben, dann bin ich zuversichtlich, dass ich es ganz gut durch das Spiel schaffe. Schattenwesen? Geht wirklich etwas Merkwürdiges vor. Aber das ist doch ein gutes Zeichen. Elaine ist ein Vampir, daher heilen sämtliche ihrer Wunden nach jedem Kampf von selbst. Dies verbraucht aber einen Teil ihres Blutvorrates. Okay, also verstehe ich das richtig, dass wenn sie im Kampf verwundet wird, ist sie danach nicht mehr verwundet, aber die Blutpunkte gehen runter. Dies verbraucht aber einen Teil ihres Blutvorrates. Ist ihr Blutvorrat zu gering, fällt sie in Raserei, bis ihr Blutwert wieder erhöht wurde. Geeignete Feinde können im Kampf für Blut ausgesaugt werden. Verschiedene Tränke liefern ebenfalls Blut. Das heißt, auch hier gibt es den Fokus, die Unterteilung in Blutpunkte und Kraftpunkte. Spannend. Es gibt noch was Drittes namens RP. Ist es sowas wie Limit Points? Ja. Oh, verstehe. Auch hier sind die Gegner auf der Karte. Ein Good Boy. Machen das jetzt mal so. Verstehe. Boy, das haut ja aber ordentlich drauf, das Ding. Verstehe. Schattenwesen. Das ging relativ schnell kaputt, aber der Good Boy haut ordentlich drauf. Ich mache eine Fertigkeit mal. Alle Gegner, ein Gegner, Feuerschaden. Ja, machen wir das mal. Das klingt doch super. Flamme. Und er brennt. Elaine ist ausgewichen und es gibt diesen Brennen-Status und ich habe 2 starke Seelen bekommen. Im Menü unter Optionen kannst du ebenfalls einstellen, dass im Kampf die zuletzt genutzten Befehle gemerkt werden. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich probiere es jetzt einfach mal aus, den Golem zu beschwören, oder die Mumie besser gesagt, für den Kampf. Benötigt eine starke Seele, habe ich ja. Oi. Interessant. Was kann der Gute? Flamme, Blitzstrahl, Kampfhaltung, Magiefokus und Konterhaltung. Interessant. Also auch hier, dort vorne scheint eine Höhle zu sein, die sollte ich erkunden. Nein, ihr kennt mich doch. Ich denke, dies ist die falsche Richtung. Und das hast du einfach so diviniert, Frau Frynia. Boah, ich bin echt hin und her gerissen. Das ist echt schon ein bisschen rasanter. Östlich von ihr ist eine Höhle, die sollte ich mir anschauen. Verstehe. Ah, diese hier. Ich sehe. Ich sollte mich hier etwas umsehen. Vielleicht ist das Buch hier versteckt. Ja. Ich sollte auf der Hut sein. Keine schlechte Idee. Und ja, es scheint wirklich so zu sein, dass
man vollständig geheilt wird nach jedem Kampf. Weiß ich gar nicht, wie ich das finde. Ich glaube, ich finde es gut. Denn ansonsten hätte ich es sowieso gemacht mit Heiltränken oder sonstigem. Das Spiel speichert an vielen Stellen automatisch. Das erkennst du am Speichersymbol rechts unten in der Ecke. Im Spielstandsmenü sind die oberen drei Slots für die Autosaves reserviert. Nutze diese Spielstände, solltest du beispielsweise im Kampf fallen und vergessen haben, selbst zu speichern. Du kannst das Spiel auch jederzeit über das Menü speichern. Ordentliches Quality of Life Improvement, das man jederzeit speichern kann und nicht sozusagen an Speichersteine gebunden ist. Das wird auf jeden Fall dazu führen, dass wir hier eine relativ konsistente Folgenlänge haben auf diesem Let's Play. Ich versuche immer so zwischen 45 und 50 Minuten, also ich sag mal 45 Minuten und einer Stunde, manchmal ist meine Story-Sequenz drin, zu erreichen hier in diesem Let's Play. Oben wartet ein starker Gegner, daher wäre jetzt eine gute Gelegenheit, auch das manuelle Speichern über das Spielmenü auszuprobieren. Ja, sehr! Na klar, das machen wir doch. Aber ich habe doch hier... Ah, ich verstehe. Das oben sind die Autosaves. Toll. Ja, klasse. Blöd. Ich guck mal, was es sonst noch so gibt. Wie kommt ein Fass in diese Höhle? Hier liegt etwas drin, sehr seltsam. Blutelixier erhalten. Juhu! Toll. Ja, es ist wieder Vampire's Dawn, das heißt, es wird sich lohnen, jeden Stein umzudrehen, es sei denn, Malex hat seine Game-Design-Philosophie in den letzten 15 Jahren signifikant verändert. So, Blutessenz, 25 Blutpunkte, das gönne ich der guten Elaine und habe damit wieder fast vollständig geheilt. Ich speichere einfach nochmal, weil es ist ja kostenlos, man muss es nutzen, ich finde es fantastisch. Diesen Spielstand überschreibe ich selbstredend. Na, Claire! Was ist das hier? Scheint, als ob hier jemand wohnt. Und derjenige möchte mit uns, glaube ich, kämpfen. Wenn hier oben ein starker Gegner auf uns wartet. In dieser Kiste liegt noch ein alter Heiltrank. Sehr schön. Bedeutet aber auch, dass liegen alte, dreckige Lumpen. Moment, hier ist noch ein Geldbeutel. 250 Fila erhalten. Wuhu. Toll. Hier liegt ein Ring. Kleiner Ring der Macht erhalten. Wuhuhuhu. Es geht super. Kann ich ihn ausrüsten? Kleiner Ring der Macht. Ah, sie trägt keinen Ring. Führt dazu, dass der Angriff steigt. Und damit haben wir einen Angriff von 404. Finde ich super. Ja, der Typ hier oben chillt so ein bisschen. Die Kiste ist komplett leer. Dieser Eimer stinkt erbärmlich. Hm, scheint wohl eine Toilette zu sein. Eine Rune, die dürfte noch sehr nützlich werden. Runen können im Menü Escape ausgerüstet werden, um beispielsweise Resistenzen gegen jeweilige Magieart zu erhöhen. Das ist doch schön. Das heißt, wir haben hier Waffe, Waffe, Kopf, Körperschuhe, Ring, Kette. Das heißt, sie hat auch zwei unterschiedliche Krallen und kann die entsprechend ausrüsten. Wow! Also das ist ja mal wirklich gut hier. Ich guck mal, ob ich an dem Kerl hier irgendwie vorbeikomme. Hier ist nichts mehr. Die Kiste ist komplett leer. Wer hat hier gelebt? Okay, es scheint... Oh, es ist ein Bär! Der Bär sieht gefährlich aus. Ich sollte in Abwehrhaltung gehen. Ein Charakter in Abwehrhaltung hat eine stark erhöhte Verteidigung, richtet mit Angriffen aber weniger Schaden an. Nutze diese Kampfhaltung vor allem bei Kämpfen mit wenigen Gegnern, die über einen sehr starken physischen Angriff verfügen. Die verfügbaren Kampfhaltungen unterscheiden sich je Charakter. Eine Mumie beispielsweise kennt die Abwehrhaltung nicht und sollte daher aufgrund geringer Abwehr möglichst viele Zauber sprechen, bevor sie vernichtet wird. Der Wechsel von Kampfhaltungen verbraucht deinen Zug nicht. Passe deine Kampfhaltung daher strategisch an deine Gegner an. Ja, schön. Wesen wie Bären sind anfällig für Feuer. Geh mit Elaine in Abwehrhaltung und nutze Flammenzauber, um den Bären zu besiegen. Natürlich! Kampfhaltung. Abwehrhaltung. Also es gibt 30, plus 30 physische Resistenz, plus 20 Geschwindigkeit, minus 20 Angriff und minus 20 Zauberstärke. Verstehe. Selbst Abwehrhaltung. Und damit kann ich mit den Fertigkeiten wahrscheinlich dann Nova. Nee, ich nutze alle Gegner Feuerschein. Nein, ich bleibe mit der Flamme. Die scheint mir ziemlich gut. Gucken wir auch mal, was der Gute an Kampfhaltungen hat. Nee. Ich halte mich an das, was mir das Spiel empfiehlt. Und zwar die Flamme mit 30 PP. Der gleiche Zauber, den auch Lane wirkt. 453. 882. Oi, ja. Haut ziemlich drauf, der Gute. Wir spammen mal Flamme. Ich nehme nicht an, dass es die Mumie lange macht. Wobei natürlich der Angriff natürlich ziemlich gut ist hier. Sehr schön, Elaine. So lob ich mir das. Wir machen einfach mal weiter mit der Flamme. Was ist denn eine Clownrache? Spezialangriff, der die Rüstung des Gegners zerstört. Ich weiß nicht, ob der Rüstung hat. Ich bin ein bisschen
ich denke immer, das Ringmenü dreht sich in die andere Richtung. Sehr schön. Die Mumie wird auf jeden Fall zum MVP. Ah, sehr gut. Ich finde ja die Ausweichgeschichte richtig schön. Fantastisch. Top. Wir spammen weiter Flamme. Sagen wir noch so 2-3 Runden. Und dann haben wir den Kollegen erledigt. Na, komm schon. Ah, fast. Sehr schön. Das war der Brennzustand. Der hat geholfen, eine starke Seele. Und wir haben ordentlich Erfahrung erhalten. Ich sollte jetzt alles absuchen. Vielleicht ist das Zauberbuch hier versteckt. Anders als Vampire können beschworene Wesen nicht mittels Heiltränken oder Heilzaubern geheilt werden. Falls ihre Lebenspunkte auf Null fallen, kannst du jederzeit ein neues Wesen beschwören. Sollte dir das Blut ausgehen, verwende Bluttränke im Inventar. Achte auch darauf, dass Elaine genug Blut hat, um nicht in Raserei zu verfallen. Untersuche nun alle Fässer und Kisten in dieser Höhle. Tritt an die jeweilige Kiste heran und drücke Enter. Im Spiel gibt es viele versteckte Gegenstände. Das Durchstöbern lohnt sich. Ja, das wissen wir bereits aus Teil 2. Gut, ich würde sagen, so eine Blutessenz, 25% der Blutpunkte, ist gar nicht verkehrt. Können wir ihr mal geben. Interessant finde ich auch, dass die Mumie Blut hat. Ich habe ja fast alles durchsucht, oder? Hier ist nichts mehr. Die Kiste ist leer. Was haben wir denn hier? Nichts mehr drin. Einige Fehler. Okay, das habe ich dann letztes Mal... Wer auch immer hier gelebt hat, der hatte nicht das Buch der Elras. Ich sollte draußen weitersuchen. Okay, verstehe. Also Bosskampf so mehr oder minder umsonst. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ja, ist wurscht. Wir haben hier alles, sag ich. Ja, mal gucken, was es sonst hier draußen noch so gibt. Vielleicht hier? Okay, hier scheint es tatsächlich weiterzugehen. Hier ist ein Gegner. Yeah! Es scheint wirklich so, dass die Gegner... Hier muss das Buch irgendwo sein, weil ich werde dich aus der Ebene des Blutes befreien. Ja komm, können wir uns. Mittels Escape rufst du im Kampf das Menü zum Fliehen auf. Solltest du kurz vor einer Niederlage stehen, nutze die Flucht, um neue Kräfte zu sammeln. Dies funktioniert allerdings nicht bei allen Kämpfen. Und fliehe nicht zu oft, sonst fehlen die wichtigen Erfahrungspunkte für den Levelaufstieg. Ich versuch's mal so. Ach so, bin ich jetzt in der Abwehrhaltung. Genau, das brauche ich ja nicht. Ich wechsle mal die Abwehrhaltung wieder in der Angriffshaltung. Und gucke mal. Okay, ich greife an. Die Mumie darf jetzt mal... Weiß gar nicht. Machen wir mal so. Okay, es war jetzt natürlich richtig smart. Ich hätte mich auf einen Gegner fokussieren können. Aber den Rest machen wir mit Angriffen. Och Mensch! Ich und meine Sparsamkeit, was Blutpunkte anbelangt. Ja, so. Starke Seele, zweimal, eure Feinde sind vernichtet. Sehr schön. Ich nehme aber fast an, so wie ich das Spiel kenne. Also, ich hab's nicht erwähnt, ne? Aber es ist ein blindes Let's Play. Logischerweise, das Spiel ist gerade erst herausgekommen. Und ich habe auch die Demo nicht gespielt, ne? Ein Hinweis dazu, daher weiß ich nicht, was hier abgeht. Das letzte, was ich gespielt habe, war der Prototyp von Vampire's Dawn 3. Das war im Jahre 2017 oder 16 oder so. 2016, glaube ich. Hier ist etwas, spüre es. Also Ewigkeiten. Ist das doch Jaina, oder nicht? Jaina, ist das Blutgeist? Was zum... Ist das möglich? Jaina! Ich habe es geschafft. Du hast meine Zeichen verstanden und mich gefunden. Jaina, wie kann das sein? Endlich bist du bei mir. Bist du es wirklich? Nach all den Jahrzehnten? Bitte, Elaine, du musst mich befreien. Ich kann nicht mehr lange in dieser Welt erscheinen. Die Ebene des Blutes ist so unerbittlich. Diese Schmerzen sind unerträglich. Meine Energie schwindet. Das Blutgeist ist noch viel schwächer. Seine Schmerzen rauben ihm die letzten Kräfte. Er schafft es nicht mehr, in dieser Welt zu erscheinen. Oh nein, mein geliebter Valnar. Ich muss einen Weg finden, ihn aus der Himmel des Blutes zu holen. Du musst mir helfen, damit ich Valnar retten kann. Jahrzehntelang habe ich mich an so vielen Orten materialisiert, um dich zu finden. Du bist meine letzte Hoffnung auf Rettung. Es ist so unfassbar lange her. Unser letztes Treffen in der Höhle der Elras. Mein
ein Schattengeist hat von mir als Besitz ergriffen. Du musstest meinen Körper vernichten, sonst wäre alles vorbei gewesen. Das spielt jetzt erstmal keine Rolle mehr. Ich bin hier, weil ich das verfluchte Buch der Elras suche. Wo hat das es versteckt? Wo ist es? Der heilige Kreuzzugang ist inzwischen. Es ist in einer alten Kirche gelagert. Du musst es holen und mich aus der Ebene des Blutes befreien, bevor diese Schmerzen mich in den Wahnsinn treiben. Der heilige Kreuzzug? In welcher Kirche? Südwestlich von Ediril. Dort steht die Kirche auf einer weiten Wiese. Ediril ist eine Stadt, die wir bisher noch nicht kennen. Woher weißt du das? Als Blutgeist kann ich immer nur kurz auf dieser Welt erscheinen. Doch einmal habe ich die Krieger des heiligen Kreuzzuges gesehen, wie sie das Buch in Sicherheit brachten. Das Buch werde ich holen und euch beide damit aus der Ebene des Blutes befreien. Wo ist Asuka? Warum ist er nicht bei dir? Das ist eine lange Geschichte. Ich werde dir alles erzählen, nachdem ich Valna und dich befreit habe. Dann bitte beeil dich. Ich muss in Kürze wieder zurück in die Ebene des Blutes. Bitte finde das Buch und rette uns. Halte durch. Ich werde mir einige Vampirkrieger beschaffen und die Kirche erobern. Mit dem Buch komme ich wieder her. Bitte beeil dich. Ich ertrage diese Schmerzen nicht mehr. Wenn ich mir den Wahnsinn vor Schmerz übermannt bin, nicht nur ich verloren, dann gibt es auch keine Hoffnung mehr für Valna. Ich bin bald zurück. Und damit dann die Verwandlung in eine Fledermaus. Ja. Oh, Helene, ich hoffe, du schaffst es. Bitte finde das Buch. Scheint tatsächlich so, als ob Jaina dann wieder zu Sinnen gekommen ist. Dabei Sinnen ist, besser gesagt. Damit zurück hierzu. Was bedeutet das? Was war das für ein Geist? Wenn ein Mensch stirbt, wandert seine Seele in den Himmel. Wenn ein Vampir stirbt, wandert sein Blutgeist in die Ebene des Blutes und erleidet dort unendliche Qualen. Früher nannten die Vampire diese sonderbare Existenz eben auch Ebene der Blutgeister, doch das ist lange her. Ein Blutgeist ist die Seele eines Vampirs? So ist es. Der Blutgeist aus meiner Geschichte gehört zu Jaina Aerys. Einst war sie das vampirische Kind von Valna und Elaine, obgleich Jaina als Mensch noch andere Eltern hatte. Und wieso war ihr Blutgeist nicht in der Ebene des Blutes gefangen? Die Operstimme wieder, legendär. Nur die stärksten Vampire besitzen die Kraft, sich als Blutgeist temporär in unserer Welt zu materialisieren. Der Ort der Materialisierung ist allerdings nur schwer vorhersehbar oder kalkulierbar. Opa, wird hier auch ein Blutgeist erscheinen? Ich weiß es nicht, Arin, das klingt alles sehr seltsam. Nur Geduld. Ihr werdet es noch nach und nach verstehen. Wichtig ist vorerst, dass sich Elaine nach dem Gespräch mit Jainas Blutgeist auf den Weg in ihr Versteck machte. Da scheint die Weltkarte zu sein. Es scheint im Wesentlichen die Karte aus dem zweiten Teil zu sein. Doch, ich erkenne die Welt aus dem zweiten Teil wieder. Da unten befindet sich Asgars Schloss. Das ist ein bisschen gestaucht, glaube ich. Die Proportionen haben sich leicht verändert, aber ansonsten ist das zweiten Teil die Welt. Ediril! Sieht es im Glück noch ruhig aus. Dieser verdammte Krieg gegen Asuka kostet mich alles. Ediril ist die letzte mir verbliebene Stadt. Doch wenn ich erst einmal Valna gerettet habe, wird sich das Blatt wenden. Warum? Dazu muss ich aber schnell mein Versteck und mit Marlena reden. Okay, und damit bin ich wieder in Kontrolle. Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, die erste Folge an dieser Stelle mal zu beenden. Ja, es sieht weiterhin nach Krieg zwischen Elaine und Asuka aus. Daher bin ich mal wirklich sehr gespannt, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt. Vor allem, wie wir dann bei dieser Szene, die wir bereits gesehen haben, wo Valna und Elaine kopfüber irgendwie über der Lava hingen, wie das dann zusammengehört und vor allem, ja, wie sich diese Geschichte weiterentwickelt. Es macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ich finde das Kampfsystem, die ersten Einblicke schon total spannend, macht Spaß. Daher kann ich es nicht erwarten, dieses Spiel weiterzuspielen. Wenn euch dieses Let's Play gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr über Like und oder Abonnement auf diesem Kanal nachdenkt. Und dann sehen wir uns ganz bald zu Folge 2 von Vampire's Dawn. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald. Ciao!